So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Shalia Stevens. Ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com, wo wir Experten und Solo-Unternehmer beibringen, wie sie sich erfolgreich auf dem Markt positionieren, kontinuierlich neue Kunden gewinnen und ihre Expertise zum Online-Business machen. Und im heutigen Video spreche ich mit Martina Tadley. Sie ist eine sehr liebe und sehr geschätzte Kundin von mir, aber nicht nur das. Martina ist Kommunikationstrainerin, sie ist Führungskräftecoach und sie ist die Erfinderin von dem neuen Programm Nagelneu, der effiziente Moderator. Herzlich willkommen im Gespräch, Martina. Ja, herzlich willkommen, Shalia. Ich freue mich, dass du heute mit mir sprichst. Bin schon ganz gespannt. Ja, dann lass uns den Zuhörern und Zuschauerinnen Bescheid geben, worum es heute geht. Wir reden in diesem Monat ganz stark um das Thema Smart Website. Und ich sage immer, eine Smart Website ist eine Website, die nicht nur schön ist, sondern die auch schlau ist. Das heißt, sie hat die Fähigkeit, Website-Besuchern in dir bekannten Interessenten umzuwandeln und in Nachfolge zu Kunden. Und ich glaube, das will jeder. Also was nützt eine Online-Präsenz, die nicht diese Aufgabe erfüllt? Und Martina ist gerade dabei, sie ist mitten im Prozess, ich würde sagen, nicht nur mitten im Prozess, sondern am Ende ihres Prozesses, ihre alte Website AD zu sagen und eine ganz neue Website ins Leben zu rufen. Sie macht da einen kompletten Relaunch. Und ich habe gedacht, es wäre interessant für die anderen, die ihre Website in eine schlaue Website gerade umwandeln oder bedenken, das zu tun, einen Blick hinter den Kulissen zu geben in Martinas Prozess. Und Martina ist so mutig und wird uns ihre Website zeigen. Ich glaube, es ist noch gar nicht veröffentlicht oder richtig kommuniziert, dass es diese neue Website gibt, oder? Ja, absolut. Also ich liege sozusagen in den letzten Zügen dieser Website und betrachte sie jetzt schon als Work in Process and in Progress. Ja. Das ist auch schon eine Lernerfahrung, die ich gewonnen habe während dieses Prozesses. Sehr, sehr schön. Dann beginnen wir mit den Fragen und wir werden auch dann einen Blick gleich auf Martinas Webseite werfen. Martina, warum hast du dich dann entschieden, deine Online-Präsenz zu erneuern? Was hat aus deiner Sicht nicht so gestimmt oder war nicht so stimmig für da, wo du jetzt stehst an dem alten Auftritt? Also zum einen hatte ich eine Website, die war wirklich in die Jahre gekommen. Also die ist insgesamt schon über 10 Jahre alt, was ja heute ein hohes Verfallsdatum ist für eine Website. Das heißt, ich wusste, ich muss was tun. Der zweite Punkt ist, dass ich mich persönlich weiterentwickelt habe und festgestellt habe, das stimmt 1:1 nicht mehr so ganz. Und gedacht habe, das ist jetzt der Moment, darüber nachzudenken, wo ich eigentlich hin will. Und von daher war für mich klar, wenn ich das tue, dann ist es wichtig, dass ich eben auch in der Außenwirkung etwas Neues entwickle. Und da ist heutzutage die Website im Grunde so der erste Schritt, wo die Umwelt merkt, hey, da ist jemand, da tut sich was. Ja? Deswegen habe ich also daran gedacht, die Website zu überarbeiten bzw. komplett neu zu entwickeln. Das ist interessant. Und ich meine, 10 Jahre ist eine lange Zeit für eine Webseite, aber du bist seit vielen, vielen Jahren auf dem Markt als Trainerin und Coach. Wie lange machst du das schon, was du machst? Oh, ich arbeite inzwischen schon seit fast 20 Jahren und seit etwa 17 Jahren selbstständig. Und ein Grund, weshalb ich mich nie darum gekümmert habe, war, ich hatte einfach keine Zeit. Ja. Ich habe bewusst auf einen Zeitpunkt gewartet, wo ich etwas mehr Zeit habe, denn das ist sehr zeitintensiv, sich damit zu beschäftigen. Absolut. Und wir werden gleich über deine Zielgruppe sprechen und auch herausfinden vielleicht gemeinsam, welche Stellenwert eine Website für sie heutzutage hat. Vielleicht war es vor 10 Jahren gar nicht so wichtig und ist es mittlerweile wichtiger geworden, oder? Wie findest du? Also ich habe den Eindruck, es ist wichtiger geworden, vor allen Dingen, wenn es darum geht, wirklich völlig neue Märkte zu erschließen oder einfach auch den Radius zu erweitern. Ich kenne auch Kollegen, die keine Website haben, aber die arbeiten ganz anders und die meisten haben eine und sagen, ja, das ist wichtig. Ich kann also auch nur sagen, ich finde es persönlich wichtig, denn wir informieren uns heute ja wirklich ausschließlich fast übers Internet. Und ja, was gucken wir uns an? Die Websites. Ja, und dann entscheiden wir. Ja, absolut. Also ein wichtiger Entscheidungsinstrument für, gehe ich weiter mit jemand oder nicht. Ja, und auch die Suche. Okay, also jetzt aber deine neue Website. An wen richtet sie sich?
Also diese Website richtet sich ganz eindeutig an zwei Zielgruppen. Auf der einen Seite sind das die Unternehmen. Ich arbeite sehr stark in der Wirtschaft, aber auch in sozialen Organisationen, für Stiftungen. Aber es sind immer größere Organisationen. Und dort im Schwerpunkt an die Personalentscheider und Personalentwickler. Denn das sind die Leute, die vorrangig schauen, wenn sie Bedarf haben an Trainings, Coachings, Workshop, Begleitungsmaßnahmen und Ähnlichem. Das ist also der eine Punkt. Und auf der anderen Seite habe ich die Privatkunden, die ich anspreche, denn ich habe auch als Coach und Trainerin immer wieder Personen, die zu mir kommen und sagen, ich habe hier ein Problem, darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen und daran arbeiten. Ja. Also das sind so zwei getrennte Zielgruppen, die ich anspreche. Ich bin froh, dass du diese zwei Zielgruppen hast, weil viele der Menschen, die zu mir kommen, sagen, hey, ich habe vielleicht zwei Zielgruppen, die ich ansprechen möchte. Wie kriege ich das unter einem Dach, sodass es nicht schizophren wirkt, sondern stimmig und so weiter. Und ich finde, das hast du sehr gut gelöst und wir werden uns das dann ansehen. Bevor wir einsteigen und wirklich einen Blick auf die Webseite werfen, wollte ich dich fragen, was ist deine neue Zielsetzung bei dem Relaunch? Also was sollte deine neue Website bewirken und letztendlich hinführen? Also was wäre für dich eine Conversion? Also was wäre eine Konvertierung überhaupt in deinem Sinn? Weil für manchen anderen Leuten ist es unterschiedlich. Der eine sagt, ist es konvertiert, wenn ich einen Namen und E-Mail-Adresse abgegriffen habe. Der andere sagt, jemand ist erst konvertiert, wenn sie in einem Erstgespräch kommen oder andere Zielsetzungen. Welche Zielsetzung verfolgst du bei deiner neuen Webseite? Also die erste Zielsetzung, die ich verfolge, ist, dass wenn jemand auf meine Website kommt, weil er nach etwas sucht, was ich ihm anbieten kann, dass er sich eingeladen fühlt. Also ich wünsche mir, dass der sich die Website anschaut, denkt, oh, nett, sympathisch, vertrauenerweckend, ja, da habe ich Lust weiterzugucken. Das ist so das erste Ziel, weil ich umgekehrt genauso agiere, wenn ich ins Internet gehe und mir Seiten anschaue. Und das Zweite, was für mich wichtig ist, ist, dass derjenige, der sagt, das gefällt mir vom ersten Eindruck, dass sich die Person angesprochen fühlt. Nach dem Motto, da ist jemand, der weiß, wie es mir geht, wie ich mich fühle, was für mich wichtig ist, was ich brauche. Ja? Und der dritte Punkt ist natürlich, dass derjenige sagt, hey, wenn die Martina Tadli weiß, was ich brauche, dann könnte ich doch auch mal in Kontakt mit ihr treten und schauen, ob das tatsächlich so ist und ob wir zusammenkommen können. Also das ist so im Grunde dieser Dreischritt, den ich so sehe, Lust haben, sich eingeladen fühlen, das Gefühl haben, ich werde verstanden und zu sagen, dann versuche ich einfach mal ein Gespräch und gucke mal, ob dieser Eindruck sich bestätigt. Das ist für mich ganz wichtig. Sehr schön. Das heißt, das ist deine Smart-Ablauf, wenn man so will. Und ich finde das schön, dass du das so beschreibst, weil vielleicht ist für jemand anderes da draußen eine andere Zielsetzung wichtig. Aber wichtig ist es, dass du dir selbst im Klaren bist, wie soll der Besucher sich fühlen, welchen Weg soll er oder sie gehen und was ist das letztendliche Ding, was mich wissen lässt, dass es erfolgreich war, dass sie echt Kontakt aufnehmen in deinem Fall. Und dann kannst du sagen, meine Webseite ist smart und nicht nur schön. Okay? Ja. Sehr schön. Okay, dann schauen wir uns jetzt deine Smart-Website an in der Mache. Ich will hier mal das Screensharing beginnen. Ich habe deine wunderschöne neue Webseite aufgemacht und wir schauen uns das gemeinsam an. So, das ist Martinas neue Website unter martinatadli.de und ich habe gedacht, wir könnten vielleicht vier Elemente anschauen gemeinsam, die für mein Empfinden zu jeder Website gehört, die kennen, mögen und Vertrauen aufbauen möchte und zu einer Smart-Website sein sollte. Und wir beginnen mit dem Kundenavatar. Und Martina, du kannst mich ein wenig durchleiten, wo ich hingehen soll. Ja. Ich weiß in etwa, wie deine Seite aufbaut. Du kannst jetzt runterscrollen, ja, wenn du runterscrollst, genau, da kommst du schon zu den beiden Avataren. Mhm. Also einmal auf der linken Seite den Unternehmen, auf der rechten Seite den Privatkunden, so wie ich das gerade dargestellt habe. Ich habe das bewusst deutlich aufgezeigt, damit derjenige sich auch entscheiden kann, komme ich eher aus dem Unternehmen als Personalentscheider oder bin ich als Privatperson hier.
und habe das dann auch so einrichten lassen, dass es gleich verlinkt wird mit den entsprechenden Unterseiten. Ja, und die Texte sind so formuliert, dass der Empfänger sieht, ah, ja, tatsächlich, ich bin Personalentwickler oder Geschäftsführer oder Führungskraft und ich suche. Ja? Also sich angesprochen fühlt bei dem, wonach er sucht. In dem Fall bei mir jemanden, der ihn oder die Mitarbeiter begleitet, rund um Fragen der Kommunikation und Führung. Exakt. Das heißt, du hast hier quasi im Grunde genommen, also gehen wir wieder hoch, also du kommst als Erste, du bist ja auch die Ich-Marke, du bist die Trainerin, du bist der Coach, die Moderatorin, die die Angebote hat, da stehst du ganz im Vordergrund. Hier sehen wir sofort die Kontaktmöglichkeit mit dir und direkt als nächstes kommt quasi diese Kundenavatare und wie du das gemacht hast, ist, zwei Türen. Entweder du gehst diesen Weg entlang, wenn du diesen Kunden entsprichst, oder gehst diesen Weg entlang, wenn du diese Art von Kunden entsprichst. Und ich lese einfach den Text bei dem Unternehmern, wie du die abgeholt hast. Du hast geschrieben, sie sind Personalentwickler, Geschäftsführer oder Führungskraft und suchen einen passenden Trainer, Coach oder Moderator zum Thema mündliche und schriftliche Kommunikation für ihre Mitarbeiter. Sie wollen kein Tropfen auf dem heißen Stein, sondern Trainings und Coachings, die nachhaltig Wirkung zeigen. Der Transfer in den beruflichen Alltag ist für sie wichtig. Sie sind jedoch möglicherweise unsicher, wie sie die Veränderungsbereitschaft der Teilnehmenden und die Nachhaltigkeit ihrer Maßnahmen erhöhen können. So, das ist ein wunderbarer Spiegeleffekt. Und das ist immer eine Sache, die ich gerne lehre. Jemand liest das und die aktuelle Situation, in der sie sich befinden, wird einfach wieder gespiegelt. Und die sagen, oh ja, das bin ich, hat Martina meine Gedanken gelesen, mein Tagebuch gesehen, was ich geschrieben habe, oder war sie eine Fliege an der Wand? So, dann gehen wir eine Tür rein in dieses Unternehmenskunden. Ich klicke mal drauf. Ja. Der berühmte Vorführeffekt, also jetzt lese ich nur langsam. Hat mit deiner Website nichts zu tun, keine Sorge. Okay, also dann kommt man auf eine ausführlichere Seite, nämlich über sie. Das kann man auch erreichen bei dir über diese Hauptnavigation. Da möchte ich auch einen Blick drauf werfen für die Zuschauer und Zuhörerinnen. Wir haben hier eine wirklich übersichtliche Hauptmeta-Navigation. Home, über mich, über sie, Leistungen, Kundenfeedback, Blog und Kontakt. Wie viele sind das insgesamt? 7, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ist die ideale Menge für eine Hauptnavigation. Und hier kommen wir auf Unternehmen. Martina, erzähl mal, was hast du bei diesem Kundenavatar an Informationen zur Verfügung gestellt, weiter, sodass der Personalentwickler, Geschäftsführer oder Führungskraft sich noch mehr abgeholt fühlt? Ja, also zunächst mal habe ich mir ja klar machen müssen, an wen will ich mich denn überhaupt richten? Wer sind denn überhaupt meine Kunden, ja, mit denen ich zusammenarbeiten will? Und nachdem ich ja schon sehr viel Erfahrung habe in dem Bereich, ist mir das sehr schnell deutlich gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, was haben die denn für Probleme? Also, was höre ich ganz oft im Gespräch? Was höre ich auch über Kollegen? Und das sind ganz häufig die gleichen oder ähnliche Probleme. Das ist so etwas wie, wir kaufen jemanden ein, aber am Ende hat sich doch nichts verändert. Oder wir brauchen jemanden, dem wir etwas erklären und der dann selbstständig arbeiten kann. Ja, das heißt, ich bin also aus meiner Erfahrung, aus meinem Kontext gegangen und habe sozusagen mir vorgestellt, eine konkrete Person, die ich gut kenne und mit der ich immer wieder in Kontakt bin und von der ich eben genau diese Dinge höre. Und dann habe ich sozusagen vor meinem inneren Auge ein Gespräch geführt mit dieser Person und sie angesprochen. Und so sind die Texte entstanden. Absolut, absolut. Und das sieht man hier sehr schön. Also du beginnst mit dieser berühmten Frage, wer sind Sie? Das ist das, was von der Vorderseite war. Überwiegend. Dann kommen, hey, was sind Ihre Herausforderungen? Und das sind so die Kontexte, die du dir gesehen hast vor dem geistigen Auge. Ich lese nur einen vor. Sie planen Abteilungs
in Anführungszeichen, oder Klammer, interne und offene Seminare und Entwicklungsmaßnahmen und erleben immer wieder, dass Teilnehmer kurz vorher ausfallen und sich abmelden. Das wäre zum Beispiel eine Challenge, mit der deine Zielgruppe zu tun hast. Und hier bringst du drei weitere Challenges. Falls eine nicht dabei ist, mit dem sie sich identifizieren können, hier sind zwei, drei, vier andere, mit denen sie zurechtkommen. Und dann fragst du, was brauchen sie vor allem jetzt? Ja, also das ist die Leistung, die, wo du sagst, sie brauchen einen Partner, der sie dabei unterstützt. Du bringst dich quasi als Möglichkeit selbst ins Spiel. Und dann kommt die Frage, wie kann ich sie unterstützen überhaupt? Und dann kommen deine drei Säulen. Was hast du hier für Säulen mit angeführt für Unterstützung? Ja, also meine drei Säulen, das ist der effiziente Moderator, schreibenden Beruf und Coaching. Und bis ich zu diesen drei Säulen gekommen bin, das hat auch etwas gedauert, weil ich mir erstmal klar machen müsste, wofür stehe ich denn und wofür brenne ich? Was ist mir wirklich wichtig und wo merke ich, es gibt auch Bedarf? Ja. Und der effiziente Moderator, das ist im Grunde ein Programm, in dem es darum geht, mit Menschen im Berufsleben konstruktiv und effizient umzugehen. Und am ehesten zeigt sich das in Besprechungen, also immer da, wo eine Einzelperson, sehr häufig die Führungskraft, mit Mitarbeitern, mit Gruppen umzugehen hat. Wenn das gut läuft, wenn Ergebnisse kommen in der Zeit, wenn das Arbeitsklima positiv ist und bleibt, wenn Schwierigkeiten ausgeräumt werden können oder auch überhaupt angesprochen werden können, dann können wir sagen, ja, das ist ein guter Prozess in der Arbeit mit Gruppen am Arbeitsplatz. Mhm. Und so ist dieser Begriff, der effiziente Moderator, entstanden. Ja. Und dahinter verbergen sich natürlich eine ganze Reihe von Elementen. Das ist ziemlich komplex, damit man am Ende ein effizienter Moderator sein kann. Absolut. Und das ist eigentlich auch sowas wie ein proprietäres Produkt. Das hast du erfunden. Es gehört dir. Es ist ein umfassendes Programm, das du anbietest. Und das ist eine von diesen drei Bereichen. Dein effizienter Moderator, dein Schreiben im Beruf, dein Coaching für Selbstführung und Kommunikation. Und was ich so schön finde bei diesem Kundenavatar, ist der fließende Übergang zwischen das Pacing, wie wir das im Coaching nennen, das heißt, ich hole sie zuerst ab, wo sie sind, und dann führe ich sie im Laufe des Kundenavatars in Richtung meine Angebote und was ich tue, aber ich verknüpfe sie miteinander. Also da stehst du, das könntest du gebrauchen. Mhm. Das ist ganz wichtig für ein Kundenavatar, den man auf deiner eigenen Seite darstellt. Dann gehen wir und gucken uns ein zweites Element von einer Smart Website an, die bei dir sehr gut gelungen ist und wo du zwar in der Arbeit noch bist, Martina, aber direkt auf der Startseite beginnst du auch Kundenfeedback oder ich nenne das Erfolgsgeschichten oder Kundenstimmen mit einzubauen. Und hier haben wir schon die ersten auf der Homepage, aber was wir gesehen haben bei dem Kundenavatar-Seite, da gehe ich nochmal kurz hin, habe ich gesehen, dass auch rechts auch Kundenstimmen angeführt sind, oder? Genau. Da gibt es noch so ein bisschen Programmierthemen, aber da habe ich auch ganz bewusst die Testimonials nochmal gebracht, damit einfach der Leser der Website sieht, aha, das, was sie schreibt, das schreibt sie nicht nur, sondern das hat sie erfahren und das wird auch zurückgemeldet von den Menschen, mit denen sie gearbeitet hat. Absolut. Und dieser Social Proof, wie man das sagt, soziale Beweise, hey, Martina sagt nicht von sich nur, hey, es funktioniert, was ich mache, sondern ihre Kunden kommen und sagen, ja, es funktioniert, ich habe gute Erfahrungen gemacht, ich habe eine Transformation erlebt, mein Team hat eine Transformation erlebt. Und Martina, was du hier sehr gut machst, ist, du bringst Testimonials auf der Homepage, du bringst sie auf die Unterseiten verstreut, du hast deinen eigenen Bereich direkt im Hauptnavigation, was Kundenfeedback heißt. Und hier hast du das schön aufgeteilt auf der Seite in Coaching, Feedbacks und Feedbacks zu deinen Trainings und Teamentwicklung. Und zu Auftraggebern, das ist ein bisschen weiter unten. Und den Auftraggebern, absolut. Und jetzt spreche ich eine Sache an, die passiert, nämlich viele wollen diese Testimonials haben, die verstehen, das ist eine gute Idee, diese sozialen Beweise sind wahnsinnig wichtig,
aber sie haben Hemmnisse, da rauszugehen und nach einem Testimony zu fragen, oder sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen, das zu tun. Was war deine Erfahrung? Wie hast du es geschafft, diese vielen Testimonials zu bekommen? Also ich habe ganz unterschiedliche Wege gesucht. Ich habe telefoniert, ich habe geschrieben und ich habe auch in Seminaren Teilnehmer angesprochen. Ich habe das vorher gar nicht gemacht. Also vorhin habe ich ja gesagt, ich bin schon 20 Jahre in dem Bereich tätig, 17 Jahre selbstständig. Ich habe nie Testimonials gesammelt, sonst würde wahrscheinlich diese Website platzen oder auf jeden Fall noch viel voller sein. Also ich habe erst damit angefangen, als ich mir Gedanken gemacht habe über die Website. Ich habe zum Beispiel eine E-Mail geschrieben an meine Teilnehmer, an Kunden aus den letzten Seminaren und habe ihnen gesagt, ich will mich neu aufstellen, sie kennen mich. Wenn sie möchten, würde ich mich freuen über ein Testimonial. Und dann habe ich ihnen ein paar Fragen dazu gestellt, damit sie einfach schon ein Gerüst haben. Mhm. Es gab auch den einen oder anderen, der sagte, oh du, das fällt mir aber ganz schwer, oder da habe ich jetzt gerade wenig Zeit, könnten Sie mir vielleicht einfach so einen Textentwurf schicken? Dann habe ich auch das gemacht und mir das okay eingeholt, gesagt, wohin es geht, dass es eben auf der Website veröffentlicht wird, vielleicht auch auf anderen Druckmedien, Broschüren, Visitenkarten, wie auch immer. Das war die eine Variante und ich habe in meinen Seminaren und Coachings das Thema natürlich auch angesprochen und auch da im Allgemeinen sehr, sehr positives Feedback erhalten. Klar, machen wir gerne. Was ich noch nicht gemacht habe, auch noch vorhabe, ist, dann auch mal die Kamera aufzustellen und zu sagen, so sprechen Sie doch Ihre Worte auch in die Kamera. Ja. Das ist einfach noch lebendiger. Ja, das ist so ein Medium, dem ich mich jetzt erst nähere. Sehr gut. Also das heißt, man sieht hier auf dieser Seite bei Kundenfeedback, dass ganz, ganz viele Stimmen schon gekommen sind in der kurzen Zeit, wonach du gefragt hast. Das heißt, es hat geklappt. Mhm. Die meisten Leute, die gute Erfahrungen gemacht haben, sind sehr bereit, ein Testimonial zu geben. Und was Martina sicher in Zukunft machen wird, sind noch Fotos hinzufügen. Das ist ein genau. wichtiger Aspekt. Wir wollen die Emotionen decken und unserem Gegenüber. Wir wollen zeigen, dass das echte Menschen sind. Das ist ein Teil des Prozesses, durch den Martina gerade durchgeht, ist die Fotos zusammen von den jeweiligen Gegenüber. Aber sie hat sich nicht aufhalten lassen, dass die Fotos noch nicht da sind. Sie hat trotzdem die Kundenfeedbacks veröffentlicht. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft an alle, die da draußen im Werken sind. Die Homepage ist nie endgültig fertig. Ich habe noch nicht einmal ein Zeitpunkt in meinem ganzen Unternehmerkarriere gehabt, wo ich das Gefühl habe, meine Webseite ist fertig. Geh mit dem raus, was du gerade hast. Das ist ganz wichtig. Ja, da hast du völlig recht, Shailia. Das ist auch eine Erfahrung, die ich mache. Es ist Learning by Doing. Mhm. Und ich habe zuletzt gedacht, das ist so ein bisschen wie wenn man ein Haus baut. Dann ja. macht man einen Plan, beauftragt vielleicht einen Architekten und macht sich ganz viele Gedanken und will es natürlich wunderbar machen. Mhm. Wenn das Haus dann steht, dann sagen alle anderen, das ist ja ein schönes Haus. Und ich als Bauherrin sehe, hier ist noch eine Ecke, da ist ein Fehler. So ähnlich ist das auch mit der Website. So ja. ist das. Das ist ein sehr schönes Metapher, Martina. Das ist so. Und wo du auch einen ganz, als Bauherrin eine ganz neue Erfahrung gemacht hast, ist mit einem Video. Mhm. Und Videos, also sind eine Sache, wo, und ich verstehe, das ist das Königsdisziplin. Wirklich sich einen Text zu schreiben, ist eine Sache, und deine Meinung preiszugeben, aber sich wirklich vor der Kamera zu stellen, zu sagen, hier bin ich und so sehe ich aus. Und das ist natürlich der nächste Schritt nach vorne, aber Videos sind so mächtig, wenn es darum geht, wirklich Vertrauen aufzubauen. Sie vermitteln wie kein anderes Medium einen Eindruck von unserer Persönlichkeit, von unserer Kompetenz, von unserem Feeling einfach, dass der Mensch einfach sich hineinversetzen kann, wie wäre es, mit dieser Person zu arbeiten. Und du hast dein erstes Video auf der Website. Wie hast du es geschafft, von keinem Video zum Video zu kommen? Und erzähl einfach mal ein bisschen einen Blick hinter den Kulissen von den Menschen. Ja, also du hast ja gerade schon was ganz Wichtiges gesagt, nämlich das ist ein Video ist was anderes als das geschriebene Wort. Ich erlebe den Menschen in seiner Stimme, mit seiner Mimik. Ich erlebe auch das Umfeld, so wie man jetzt bei dir und bei mir den Hintergrund unserer Büros sieht, auch unterschiedliche Stile wahrnimmt. Also es ist eher eine ganzheitliche Wahrnehmung der Person.
Und von daher war für mich klar, wenn ich jetzt einen neuen Online-Auftritt plane, dann gehört auch ein Video dazu. Weil mir selbst das so gut gefällt, ja. Und ich selber, wenn ich so etwas, mir eine Website anschaue, immer gucke, gibt es da etwas Lebendiges? Höre ich die Stimme? Ist mir der Mensch sympathisch? Und so bin ich dann zu dem Video gekommen. Es war sehr aufregend und ja. Es ist ein erstes Video. Mal sehen, was sich da noch im Laufe der Jahre entwickelt. Absolut. Und einige meiner Kunden nehmen den Weg, dass sie selbstgemachte Videos, die stellen sich vor dem Laptop und sprechen zu einem Blogbeitrag, den sie geschrieben haben und posten das zusätzlich zu Blogbeitrag. Dann wird es ein Videoblogbeitrag. Du hast den Weg gewählt, dass du einen Externen beauftragt hast, dich in Aktion zu filmen bei Trainings, dich ein bisschen zu interviewen, sodass du einen Gesprächspartner hat es. Also es gibt ganz viele verschiedene Wege, wie man da starten kann. Ja, vielleicht kann ich dazu auch noch etwas sagen. Und zwar, bevor ich dieses Video gedreht habe, habe ich dem Kameramann, das ist ein guter Freund von mir, also ich habe das sozusagen auf diese Weise auch weitaus günstiger bekommen, aber mir war erstmal wichtig, einen professionellen Kameramann filmen zu lassen und auch einen professionellen Cutter das schneiden zu lassen. Und ich habe ihm dann gesagt, nimm mich mal auf, so wie ich bin. Ja? Das heißt, vielleicht auch manchmal etwas angestrengt oder nicht immer ganz so strahlend, damit eben einfach die Menschen, die mich sehen, auch merken, das ist ein Mensch wie du und ich und das ist keine Schauspielerin. Das war mir wichtig. Ja. Und so ist eben dieses Video entstanden und ich bin diesem Kameramann auch sehr, sehr dankbar. Ich werde auch noch auf der Website eben da auch Progress und Process ihn namentlich erwähnen, damit er da auch wirklich Anerkennung von der Seite bekommt. Sehr, sehr schön. Das heißt also, wenn du, egal ob du den selbstgemachten Weg wählst oder mit einem Profi arbeitest, authentisch ist wichtig. Also es nützt nichts, wenn du irgendwas darstellst, wo später, wenn sie mit dir in Kontakt treten, merken, das ist eine völlig andere Nummer. Also das ist eine sehr schöne Zielsetzung bei diesen Videos. Und beginne mit einem Video, wie Martinez gemacht hat. Das ist das einzige Video momentan auf ihrer Webseite. Und später, wenn sie das ausbaut, wird sie das genauso streuen auf der Website wie die Testimonials, sodass man immer und überall ein besseres Gefühl von ihr bekommt. Jetzt gehen wir und richten wir unsere Aufmerksamkeit zu den Blogbeiträgen, denn Blogbeiträge sind wichtig aus ein paar verschiedenen Gründen. Eine Website mit Blogbeiträgen lebt. Es kommen immer wieder neue Beiträge, es zeigt Aktualität, man setzt sich mit neuen Themen auseinander. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, über die eigenen Angebote und Leistungen hinaus Meinungen zu zeigen, Blickwinkeln, seine Positionierung klarzustellen über verschiedene Expertenthemen. Und Martina, du hast schon deinen Blog auf die Beine gesetzt. Ich glaube, deine alte Website hatte keinen Blog, oder? Also, das war für mich erstmal eine große Herausforderung. Und ich denke mal aus zwei Gründen. Ich schreibe gerne und ich schreibe auch viel. Ich schreibe auch beruflich. Aber ich habe bisher nichts veröffentlicht und ich war immer sehr zurückhaltend mit dem Thema Veröffentlichen von Ergebnissen meiner Arbeit oder auch meiner Person. Also das war für mich ein ganz großer Schritt mit dem Video und mit den Blogs zu sagen, ja, ich stelle mich der Öffentlichkeit ja. Und nicht nur meinen Teilnehmern und Auftraggebern. Und von daher ein Riesenschritt und es macht totalen Spaß. Ich habe schon einige weitere Blogs geplant und auch geschrieben, die ich jetzt noch nicht veröffentlicht habe, einfach um dann so sukzessive immer wieder etwas zu dem zu schreiben, was mich im tiefsten Innersten bewegt. Ja, und die sind dir sehr gelungen und ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass auf Martinez Smart Website die Blogs auf der Homepage erscheinen, ganz unten, nachdem die anderen wichtigen Informationen präsentiert worden sind. Hier sieht man die drei aktuellsten Blogbeiträge, aber auch hier hat sie Blog als wichtiges Thema in ihrer Hauptnavigation drin. Ich klicke hier einfach mal auf schriftliche Kundenorientierung verringert Eskalationen, ein super toller Titel. Was natürlich auch sehr neugierig macht und mit Martinez Themen Schreiben im Beruf zu tun hat. Also passt auch sehr gut. Also das ist mir auch wichtig zu erwähnen. Manchmal bemerke ich, dass man
sich positioniert mit einem Thema, aber plötzlich Blogbeiträge schreibt zu ganz anderen Dingen. Martina, du machst das hier genau richtig. Also die sind passend zu deiner Positionierung. Die tragen die Säulen deiner Produkte auch. Also die sollen wirklich miteinander zu tun haben und sich gegenseitig befruchten. Das ist ganz wichtig. Ein ganz schönen Visual, was den Menschen abholt, ganz, ganz schön gemacht. Und dann kommt der Hauptartikel, was sehr übersichtlich ist mit diesen Überschriften dazwischen. Ganz, ganz, ganz toll. Und wichtig ist, Blogbeiträge sind ein wichtiger Aspekt für deine Smart Website, um Traffic zurückzuführen zu deinem Blog. Denn du kannst auf Xing, auf LinkedIn, also das wäre ein geeigneter Rahmen für Martina, weil sie mit Firmenkunden zu tun hat oder bei Privatkunden vielleicht auf Facebook oder anderen Medien. Sie kann das veröffentlichen dort und sagen, hey, es gibt einen neuen Blogbeitrag und zurückführen auf ihre Website. Sie schafft somit Gesprächsanlässe auch für Newsletter und anderen Sachen, die sie machen möchte, um Traffic zu erzeugen. Also richtig, richtig schön. Martina. Eine letzte Sache möchte ich zeigen über deine Webseite, und die ist zwar auch in der Mache, aber die ist wirklich sehr gut. Wir haben hier eine erste Integration von Visita, ein automatisierter Terminvereinbarungssystem. Das ist für Martina wichtig, weil sie ist eine erfolgreiche Trainerin und Coachin, ist ständig in ganz Deutschland unterwegs oder auch in der Region demnächst mehr. Und sie hat nicht die Zeit, um E-Mails den ganzen Tag entgegenzunehmen oder Telefonanrufe. Sie brauchte einen Weg, um zu diesem Kontakt zu führen, den sie haben wollte, aber auch für den Kunden einen sofortigen Effekt, hey, ich komme in Kontakt mit Martina. Und das hat sich hier mit einem Pop-up gelöst, der auch von alleine nach einigen Sekunden auf der Webseite erscheint und den Besucher auffordert, einen Termin zu vereinbaren. Wie kann man das dann direkt tun? Ich glaube, da bist du gerade im Aufbau von dem, gell? Das habe ich noch nicht verlinkt. Das heißt, die bitte noch nicht anmelden. Die Seiten sind nicht frei, die da stehen. Das muss ich noch heute oder morgen bearbeiten. Genau, aber man sieht schön, der Kunde hätte später die Möglichkeit, einen Tag auszusuchen und einen Termin, wo Martina tatsächlich verfügbar ist, wo sie gerade nicht in einem Training aktuell unterwegs ist. Oder sie können über den Kontaktformular, was in Visita auch über Visita gemacht wird, eine Nachricht schreiben, falls sie noch nicht bereit sind für einen Termin. Manche Kunden sind wirklich proaktiv und wollen sofort sprechen. Manche brauchen ein bisschen einen Weg dorthin und möchten erst eine Nachricht schreiben. Es ist gut, auf deiner Webseite beide Möglichkeiten anzubieten. So, Martina, ich werde das Screensharing jetzt gleich beenden, aber bevor ich das tun, möchte ich sagen, das ist wirklich, wirklich schön und kräftig und widerspiegelt sich, wie ich dich in den letzten 9 Monaten kennengelernt habe. Ich gratuliere dir zu dieser wunderschönen Webseite. Ich hoffe, du bist auch stolz und zufrieden, oder? Ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr stolz und ich kann an der Stelle auch nur sagen, ganz herzlichen Dank an dich. Ohne dich wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Oh. Von diesen Dingen wusste ich gar nichts. Ja, wirklich dir zu verdanken, dass ich so klar geworden bin und dass ich so den inneren Fokus und Kompass entwickelt habe und genau weiß, wo ich hin will. Oh, das ist aber schön. Oh, da werde ich gerade ganz rot gleich. Ich mache mir das Screensharing aus, weil ich will zum Ende des Gesprächs noch ein paar wichtige Fragen stellen, die für den Zuhörer interessant sein könnte. Und ja, du hast es gerade angesprochen, dann lass uns dann direkt darüber sprechen, weil wenn man den Wunsch hat, eine klare Website zu haben, wo seine Zielgruppe richtig angesprochen wird, wo der Wunschkunde abgeholt wird und hingeführt wird zu einem Interessenten oder gar ein Kunde, da ist ein Vorhergeschritt, der notwendig ist, den hast du gerade angesprochen, nämlich die eigene innere Klarheit. Also ich merke das so oft, Menschen haben so Schwierigkeiten mit ihrem Marketing. Eine Website ist eigentlich nur ein Instrument im gesamten Marketing-Spektrum. Und sie bringen das so schwer nach außen, weil sie diese innere Klarheit nicht haben. Wie war dein Weg? Was müsste erstmal klar werden, bevor überhaupt diese Website entstehen konnte? Also zunächst mal habe ich ganz klar gemerkt, dass ich diese Klarheit ganz alleine nicht finde. Jedenfalls nicht in dem Zeitvolumen, was mir zur Verfügung stand. Mhm. Ja. Das heißt, aus diesem Grund bin ich in Kontakt gekommen mit dir. Mhm. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, sich ein Gegenüber zu suchen, das professionell mit dem Suchenden arbeitet. Und da war wirklich diese erste Frage,
wo stehe ich überhaupt jetzt nach diesen 20 Jahren? Wer bin ich denn beruflich? Für was stehe ich? Für was brenne ich? Was ist mir wichtig? Was ist mein persönliches Anliegen, meine Botschaft? Also dieses Thema, wie positioniere ich mich inhaltlich? Wie positioniere ich mich, was meine persönlichen Werte betrifft? Und in dem Zusammenhang, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Mhm. Und da zu gucken, wer genau ist die Zielgruppe? Was braucht die Zielgruppe denn? Braucht die Zielgruppe denn das, was ich anzubieten habe? Mhm. Und das war ein längerer Prozess, der wirklich nicht so von jetzt auf gleich läuft, sondern der auch etwas damit zu tun hat, das zu integrieren. Ja? Und das ist auch etwas, was ich übrigens beruflich tue, wenn es darum geht, Veränderungsprozesse anzuschieben, also auch Verhaltensveränderung, Haltungsänderung. Es geht darum, erstmal wirklich zu spüren, wer bin ich, wie wichtig ist mir das und wie wirkt das im Außen und mit wem habe ich zu tun. Also es war diese Polarität zwischen Positionierung und Zielgruppe. Ja. Da brauchte ich auf jeden Fall eine Unterstützung und Begleitung. Ja, und ich finde das eine so mutige Sache, nach 20 Jahren richtig nochmal neu anzuschauen. Und weil ich denke, die Leute, die dieses Video schauen, werden in unterschiedlichen Stadien ihres Businesses stehen, vielleicht ganz am Anfang und sie hadern mit der Zielgruppe und positionieren und sagen, oh, ich werde nie auf den Trichter kommen, was es ist. Oder welche, die 5 Jahre dabei sind und merken, nee, das kann es nicht gewesen sein und sich einfach ein neues Feld ergreifen wollen. Oder jemand wie dich, ich meine, du hast ja nicht bahnbrechend neue Dinge entwickelt. Oder du hast einfach nur geschaut, von all dem, was passiert ist über die letzten 20 Jahre, was sind die Juwelen von denen, die ich jetzt besonders herausheben möchte, wo ich in Zukunft näher fokussieren möchte? Was möchte ich loslassen, was mich nicht mehr dient oder was vielleicht gar nicht mehr so gefragt ist, um Puls der Zeit zu bleiben? Also diese Frage kann man sich stellen in jeder Phase seines Geschäfts und die wird immer dazu beitragen, dass man im Außen klarer ist und auch erfolgreicher und mehr Umsätze generiert und all das, was man möchte. Okay. Absolut. Ich denke auch, das ist im Grunde etwas ganz Wunderbares. Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil das ist für mich persönlich immer wieder ein Entwicklungsschritt. Und Entwicklung heißt Fülle des Lebens, Lebendigkeit. Ja? Ja. Und von daher kann ich jeden nur ermutigen, egal wo er steht, egal wie alt er ist, egal wie erfahren, nimm dir die Zeit, schau genau hin, für was stehe ich und wer braucht das, was ich anbieten kann, beziehungsweise was brauchen denn die Menschen, mit denen ich zusammen arbeiten will und wie kann ich ihnen entgegenkommen und gleichzeitig mir selber treu bleiben. Absolut, eine super wichtige Sache. Jetzt eine wichtige Frage ist, weil du hast ja wirklich alles losgelassen, was vorher war. Diese alte Website gibt es nicht mehr und du hast wirklich von null angefangen neu. Das heißt, neues Branding, neues Logo, neues Redaktionssystem für deine Webseite, neue Texte, neue Bilder, wirklich alles neu. Das ist schon echt auch mutig, nicht nur mit deiner Positionierung dich neu auseinanderzusetzen, sondern auch mit dieser neuen Webseite. Was waren vielleicht die 2, 3 wichtigsten Challenges auf dem Weg in diesem wirklich ein totaler Erneuerungsprozess? Also auch das wieder im Zusammenhang mit der Positionierung ganz klar. Für mich war der erste Weg, wie werde ich mich denn nennen? Mhm. Und mir ist klar geworden, ich nenne mich bei meinem Namen. Mhm. Denn ich bin mit und durch meinen Namen bei meinen Kunden bekannt. Und als Solopreneur, ich arbeite zwar mit Kooperationspartnern und in Netzwerken, aber ich bin ein Solopreneur, ist mein Name sozusagen mein Branding. Mhm. Weil das war für mich ein Prozess. Die Ideen, die ich ursprünglich hatte, der Dialoggedanke, den trage ich weiter mit. Daran hat sich nichts geändert. Aber dieses nach außen treten mit meinem Namen, das war so ähnlich wie das im Video erscheinen oder bloggen, also wirklich sich auch angreifbar machen und wirklich positionieren, das war ein Riesenschritt. Und der zweite riesige Schritt neben der Positionierung und Zielgruppe, das ist also erstmal so diese innere Ausrichtung, das war wirklich, und wie mache ich jetzt die Website? Mhm. Ja? Und wie mache ich das, wenn ich 2 Zielgruppen habe? Mhm. Ja? Das haben wir ja gerade gesehen. Das war wirklich ein monatelanger Prozess. Es gibt sicherlich auch Menschen, bei denen das schneller geht.
ich habe gemerkt, ich habe da doch etwas länger gebrütet. Und ein anderer Schritt, und da habe ich mir dann auch einen Grafikdesigner, einen professionellen, an Land gezogen, das war so die Frage des Branding im Sinne der Farben, der Schriften, auch das Logo, ja? Das sieht am Ende alles ganz einfach aus, aber das war ein langer Prozess. Und da habe ich auch gedacht, ja, und das ist es, dafür stehe ich. Ja. Hinter diesen Farben verbergen sich Werte. Dieses Logo hat einen Wiedererkennungseffekt. Gleichzeitig hat es was mit der Kommunikation und mit meiner Paraffe, also meinen ersten Buchstaben zu tun. Das waren sehr, sehr wichtige Schritte. Und dann auf einmal ging das dann wie geschmiert. Also wie lange hast du insgesamt für den gesamten Prozess gebraucht, für all diese Herausforderungen? Ich würde mal sagen, so etwa 6 Monate. Ja. Ja, es war ein bisschen mehr, das lag aber an anderen Dingen. Reine Entwicklungszeit von der Frage, wer bin ich, wo will ich hin, bis zu dem Stand heute. Gute 6 Monate, ja. Ja, und ich denke, das ist typisch. Also gerade wenn diese Positionierung, Zielgruppenteil mit drin dabei ist und ja, das Branding auch noch, das ist absolut ein guter zeitlicher Rahmen. Ich habe zwar mein Website gerealt, glaube ich, in 7 Tagen im Juli von vorne nach hinten, aber ich stelle mich ständig diese Positionierung, Zielgruppenfrage jedes Jahr ein wenig erneut. Ich passe das immer an, wenn man ein wenig länger wartet, 10 Jahre, oder wenn man vielleicht ganz neu dabei ist, ist diese 6 Monate ein völlig normaler zeitlicher Rahmen. Darf ich noch was sagen, Shalia? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es bei mir das nächste Mal nicht mehr so lange dauert, weil ich jetzt einfach eine gute Grundstruktur habe. Mhm. Und wir haben ja darüber gesprochen, über die Testimonials, über all diese neuen Varianten, ja, des Auftritts in der Öffentlichkeit. Ich glaube, wenn das mal steht und ja, in dem Moment, wo ich mich damit beschäftigt habe, ist es beim nächsten Mal, so wie beim zweiten Haus, dann schon etwas leichter. Ja, genau. Und du hast ja nicht nur mit mir gearbeitet. Wir haben ganz viel an diese innere Klarheit, an diese strategische Fragestellungen gearbeitet. Und dann, als es um die Umsetzung geht, das biete ich ja nicht an. Also das ist nicht so ein Teil von mir, dass ich irgendwelche Website-Umsetzungen mache oder sonst was. Du bist nach außen gegangen und manche machen das selbst. Also sie haben ein Händchen für Grafiken, machen viel mit Canva oder Photoshop und kennen sich mit WordPress aus. Das kann ein Weg sein. Dein Weg war ein anderer. Dein Weg war typisch für einen Trainer, der eigentlich eingespannt ist in einem alltäglichen Aufgabe und wo man sagt, nee, ich habe keine Zeit und keine Kompetenzen, ich möchte mir das nicht aneignen, ich suche mir externe Partner. Mhm. Du hast, glaube ich, eine Designagentur beauftragt für das Branding und dann noch jemand, der für dich diese Website-Programmierung gemacht hat. Was würdest du aus deiner Erfahrung heraus, jetzt wo du auf der Suche gegangen bist nach Partnern, jemand anders raten, der dabei ist, zu überlegen, mit wem könnte ich zusammenarbeiten? Was könntest du als Tipps auf den Weg geben? Also ich glaube, ein Tipp ist, ich habe das so gemacht, ich wollte unbedingt eine Website erstellen. Und das heißt, das war auch so ein bisschen Work in Progress oder Process. Ich habe während des Erstellens Ideen entwickelt. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich erst die Zeit nimmt, mal für sich so einen Plan zu machen. Mhm. Und dann mit einem Website-Designer zu schauen, wie ist dieser Plan umsetzbar. Mhm. Auch das war bei mir der Zeit geschuldet, deswegen habe ich mir tatsächlich externe Hilfe gesucht, weil ich hätte das alleine gar nicht hingekriegt, weil ich so angespannt bin. Mhm. Aber die ideale Variante ist, glaube ich, in dem Moment, wo ich weiß, für was ich stehe und wo ich hin will, dass ich mir überlege, was ist mir denn wichtig? Dann würde ich auch empfehlen, schaut euch viele Websites an. Mhm. Sprecht mit Kollegen und Bekannten, die schon mal eine Website erstellt haben oder haben erstellen lassen. Fragt sie, was es für Tipps und Tricks gibt und für Pitfalls, also für Fallstricke. Auch das ist bei mir so etwas untergegangen, weil ich eben zeitlich immer so eingebunden war. Mhm. Ja, und ich habe mir eben wirklich externe Hilfe gesucht. Ich muss sagen, das hat auch gut geklappt. Ja, aber wie gesagt, das eine oder andere wäre vielleicht auch schneller gegangen in dem Moment, wo es losgeht, wenn ich mir vorher noch klarere Gedanken gemacht hätte. Mhm. Ja,
Okay, alles klar. Und vielleicht zum Schluss noch die Frage, weil das ist auch etwas, was vielen interessiert. Also wenn ich mich entscheide, das nach außen zu geben, also eine neue Farbpalette entwickeln lassen, ein neues Logo, jemand, der die Website für mich zusammenstellt, was ist so ein budgetärer Rahmen, mit dem man rechnen kann, also wo du Angebote eingeholt hast, wo lagst du so das Spektrum an Investitionen? Ja, das ist eine sehr gute Frage und gleichzeitig eine sehr schwierige Frage. Also ich denke, man kann wahrscheinlich alles sehr, sehr günstig machen. Die Frage ist, wie es dann am Ende aussieht. Das kann ich nicht beantworten. Tatsächlich ist das Spektrum liegt zwischen, ja, ich würde mal sagen, so 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 bis 5.500 für ein Website-Design. Wenn ich einen professionellen Kameramann und Cutter engagiere, dann können da auch durchaus ein paar tausend Euro fällig werden. Wenn ich eine ausgewiesene Grafikdesign-Agentur in Anspruch nehme, dann geht auch das in die Tausende, weil es geht ja nicht nur um die Website, es geht um Briefbogen, Handouts, Präsentationsunterlagen, Visitenkarten, Adressetiketten und so weiter und so weiter. Vielleicht auch noch Broschüren, je nachdem, wie groß ich auftreten will. Also ich würde mal sagen, so ein Rahmen zwischen 5.000 und 10.000 Euro ist ein realistischer Minimalrahmen. Mhm. Ja, ich weiß von Kollegen, die noch viel, viel mehr Geld ausgeben und ausgegeben haben, wenn es dann an SEO-Optimierung und so weiter geht. Ja? Ja, ja. Und immer, wenn ich das nicht selber tue und eben in professionelle Hände gebe, dann zahle ich auch den entsprechenden Preis. Absolut, absolut. Danke, danke, dass du das mit uns teilst und für deine Offenheit. Und das entspricht auch meiner Erfahrung, gerade bei einem gestandenen, etablierten Trainer, Coach wie du, der schon länger auf dem Markt ist, der eine gewisse Professionalität auch darstellen möchte und muss hinsichtlich der Kommunikation mit Unternehmen, ist das wirklich ein Rahmen, was ich auch für sehr sinnvoll halte. Oder wie gesagt, zu Beginn, also wenn du jemand bist, der ein Händchen dafür hat und selber das lernt und umsetzt, dann wirst du dein Budget nach unten schrauben können, indem du das selber tust. Also das gibt keinen anderen Weg drumherum. Super. Martina, das war für mich ein so wertvolles und spannendes Gespräch und herzlichen, herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Erfahrungsaustausch mit uns und deine Offenheit hinsichtlich des Budgets und alles. Es war so schön. Wo kann man dich in Zukunft finden? Unter deine neue Website nur nochmal das ist meine neue URL. Ja. Und wann erwartest du, dass du... Meine neue Website ist www.martinatadli.de und ich denke, dass ihr mich, ja, dass in dem Moment, wo ihr euch das Video anschaut, auf jeden Fall auf der Website bereits findet. Ich freue mich auf euren Besuch. Sehr, sehr schön. Dann ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich hoffe und ich bin mir sicher sogar, dass es einen großen Nutzen gebracht hat, einen Blick hinter den Kulissen im Martinez-Prozess des Website-Relaunches zu werfen. Wir sehen uns sehr bald wieder online. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.